mir ist ein Teil vom Freundeskreis geworden, eigentlich so. Und mit einer grossen Bedeutung. Und durch Familie und Musik. Ich habe irgendwie lange auch gar nicht so kapiert, wie wichtig und wie gross eigentlich das Thema Money Matter ist. Ja, ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendetwas macht oder ob man etwas macht, was schon eigentlich die Kultur gut ist von Schweiz. Oder? Das ist das Lied von der Bahn, von dem Zug, der schon abgefahren ist. Ja, bei mir war es ein Boxmatch, von den Songs her. Und dann Berührung zuerst mal mit der Meret Matter, Tochter von Mani Matter. Und dort bin ich dann auch in Berührung von der ganzen Familie gekommen. Von den Matters, von Joy und der Schwester und Brütsch und so weiter. Und dann hat es dann bei mir natürlich irgendwie so eine Form angenommen. Das Mani Matter war nicht nur ein Boxmatch-Lied, das war wirklich eine ganze Familiengeschichte dahinter, hinter dieser Musik. So, er erzählt wirklich Sachen von seinem ganzen Leben. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und die warten. So, gerade im Bahnhof, in dem Lied, das wir gemacht haben, ist, finde ich, oder wo wir haben bearbeitet haben, hat es für mich so eine Stimmung drin, wo ich einfach finde, das ist etwas Einzigartiges. Ja, der Bahnhof ist wirklich geil. Das war ein Text. Und er hat den Text wahrscheinlich mit der Musik angepasst. Das passt wirklich irgendwie alles zusammen. Es ist sehr dreifig alles zusammen. Und mit dem Text und mit dem Verlorensein und das ganze Zeug. Er kann das enorm gut beschreiben. So. Die haben gefunden, hey, da fehlt noch etwas, da muss eine Stimme drüber. Und dann habe ich gefunden, ja, hey, komm, wir könnten mal den Beatman fragen. Und das Lustige war so, ja, wir haben es nicht richtig wirklich gekannt. Und ich dachte, ja, auch nicht gewusst, ob du das überhaupt würdest machen und so. Das war sehr spontan, aber ich glaube auch manchmal ist das einfach auch wichtig, dass man dann auch dem Impuls folgt, wie viele sind Musik. Jetzt auch gerade in dieser Version, wo wir haben es klanglich, also soundästhetisch, ist es ganz etwas anderes als alles, was man sonst so vielleicht auf dem Animator-Ebene schon gehört hat. Und das haben wir nicht bewusst verfolgt. Das ist entstanden und das ist, weil es entstanden ist, auch enorm wichtig an diesem Song, dass der eigentlich so, sag jetzt mal, wirklich trashig daherkommt. Und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch der noch mehr rauskommt als die Kinder. Schon irgendwie der Neues im Ganzen, in unserer Interpretation, ist der ganze, der ständige Neues, der da oben ist, kann ja auch interpretiert werden als etwas, was wie der Neues, der halt ist in einem Bahnhof auch, heutzutage, über den Bahnhof, wo der Mani Matter davon singt, da kommt mir immer so, da kommt mir immer so, da kommen wir mit den Spaghetti-Western in den Sinn.